Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World. Wir sind auf der Arosa-Linie unterwegs und befinden uns hier im Bahnhof Chur und fahren bis nach Arosa. Die Fahrt wird circa eine Stunde dauern, sofern nichts dazwischen kommt. Und ich werde das im Post ein bisschen editieren, dass wir auch die originalen Zugansagen drin haben. Fahrplan ist nach dem Jubiläumsfahrplan, also entsprechend sollte man ein paar interessante Loks sehen. Und ich habe mir eine Lok aus dem Workshop geholt, Nummer Travis hier. Okay, soweit sollte hier mal alles bereit sein. Licht ist okay, hinten auch alles gut. Lok ist bereit. Was wir jetzt noch machen, die Vakuumpumpe stellen wir auf die 2. Und dann heißt es auch schon Türen verriegeln. Und wir dürfen fahren. Sehr gut. Okay, der war jetzt schon auf Fahrt vom Raydriver. Bremsen lösen. Södre, das schaut doch gut aus. Sollte eigentlich eine Fahrt ohne größere Probleme werden. Mal sehen, wie das wird. Ich weiß, dass es 12 Uhr ist. Es ist gerade ein bisschen dunkel, aber das liegt vermutlich, wenn wir jetzt hier im Schatten sind. Allegra, liebe Fahrgäste. Das Zugteam der Rätischen Bahn begrüßt Sie im Regionalzug nach Arosa und wünscht eine angenehme Reise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Allegra, ladies and gentlemen. The train crew of the Rätischen Railway welcomes you on board our Regio service to Arosa and wishes you a pleasant journey. If you have any questions, the train crew will be happy to answer them for you. Ja, die ganze Fahrt wird ein bisschen anders werden, als es wie sonst gewohnt seid. Denn eben, die Ansagen sind jetzt mit dabei. Ich versuche, die so gut wie möglich einzufügen. Und mit dazu werde ich euch mal ein bisschen was über die Stadt erzählen. Und natürlich über die Strecke an sich. Also wird es wie so eine Geschichtsfahrt. Wir haben ja eine Stunde Zeit. Und ja, die Vertonung, was ab jetzt kommt, die ist dann alles von meinem Zukunfts-Ich. Ich selber bin das Ganze hier ohne Vertonung fahren, damit ich dann das entsprechend für euch machen kann. Der nächste Halt kommt jetzt gleich in Kürze und nach diesem Halt geht es dann auch schon los und dann erzähle ich euch da mal was über die Stadt an sich. Da gibt es ein paar interessante Fakten über die Stadt Chur. Also viel Spaß, jetzt erstmal der nächste Halt. Chur Altstadt, Halt auf Verlangen. Chur Altstadt, Request Stop. Inmitten der majestätischen Schweizerischen Alpen, eingebettet zwischen hohen Berggipfeln und durchzogen vom Fluss Plessur, liegt Chur. Als älteste Stadt der Schweiz mit einer Geschichte, die über 5000 Jahre zurückreicht, ist Chur ein bemerkenswertes Reiseziel, das eine Fülle von kulturellen, historischen und natürlichen Attraktionen bietet. Die Wurzeln von Chur gehen zurück bis in die Jungsteinzeit, wie archäologische Funde bezeugen. Durch die Jahrhunderte hindurch hat die Stadt die Präsenz verschiedener Kulturen erlebt, darunter der Römer, Ostgoten, Franken und schließlich der Schweizer. Während des Römischen Reiches war Chur, damals bekannt als Curia Reatorum, ein wichtiger Posten an der Via Augusta, einer der bedeutendsten römischen Handelsstraßen. Die Jahrhunderte überdauernde Geschichte der Stadt hat ihre Architektur und Kultur tief geprägt und zu ihrer heutigen Vielfalt und Einzigartigkeit beigetragen. Chur hat eine pulsierende Kulturszene mit einer Vielzahl von Museen, Galerien und Theatern. Das Bündner Kunstmuseum und das Rätische Museum sind nur einige der kulturellen Schätze, die die Stadt bietet. Hier können Besucher die Kultur und Geschichte Graubündens, die von prähistorischen Zeiten bis zur Gegenwart reicht, entdecken. Chur ist auch für seine traditionellen Feste und Veranstaltungen bekannt, wie das Stadtfest im Sommer und den Weihnachtsmarkt im Winter, die beide jährlich viele Besucher anziehen.
Kur spielt eine wichtige Rolle in der Wirtschaft der Region Graubünden. Als regionaler Verkehrsknotenpunkt bietet die Stadt wichtige Eisenbahn- und Autobahnverbindungen, die den Zugang zu anderen Städten und Skigebieten in der Schweiz und im benachbarten Ausland erleichtern. Sie hat sich auch als bedeutendes Zentrum für Dienstleistungen, Bildung und Handel etabliert. Darüber hinaus ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig in Chur, der jedes Jahr Tausende von Touristen anzieht, die die natürliche Schönheit, Kultur und Geschichte der Stadt erleben möchten. Kommen wir nun zur Rätische Bahn. Die RHB, ein faszinierendes technisches Wunderwerk, das sich durch die spektakulären Landschaften der Schweizer Alpen windet, ist eine bemerkenswerte Leistung der Eisenbahningenieurwissenschaften und ein unverzichtbarer Teil des kulturellen Erbes der Schweiz. Von der Planung und dem Bau des Schienennetzes über die beeindruckende Architektur seiner Strecken bis hin zu seiner entscheidenden Rolle im Tourismus und Verkehr hat die RHB eine reiche Geschichte und eine fesselnde Gegenwart. Gegründet im Jahre 1888, nahm die Rätische Bahn ihren Betrieb 1890 auf, mit einer einfachen Strecke zwischen Landquart und dem regionalen Verkehrsknotenpunkt Chur. In den darauffolgenden Jahrzehnten expandierte das Netzwerk schnell. Es erreichte 1896 Klosters, 1903 Davos, 1904 den Engadin und 1913 sogar St. Moritz, das berühmte Alpine Resort. Im Jahre 1914 wurde schließlich die Bernina Linie eröffnet, die St. Moritz mit Tirano in Italien verbindet und die heute als die höchste Bahntransversale Europas gilt. Ein wesentlicher Aspekt der Geschichte der RHB sind die Alpuler Linie und die Bernina Linie, die wegen ihrer spektakulären Streckenführung und der innovativen Lösungen zur Bewältigung der schwierigen topografischen Bedingungen im Jahre 2008 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden. Die Schmalspurbahn der RHB, die auf einer Spurweite von 1000 mm fährt, ist eine eindrucksvolle Demonstration technischer Innovationen. Herausragend ist der Bau der Alpuler Linie, der durch eine Reihe von technischen Lösungen charakterisiert ist, um den Höhenunterschied in der Alpenlandschaft zu überwinden. Die Strecke verfügt über 42 Tunnels und überdachte Galerien und 144 Brücken und Viadukte. Das berühmteste davon ist das Landwasserviadukt, eine beeindruckende Steinbogenbrücke, die 65 Meter über dem Landwasserfluss steht und direkt in einen Tunnel führt. Die Bernina Linie ist ein weiteres Beispiel für technische Meisterleistung. Sie ist die höchste Bahntransversale der Alpen und überwindet ohne Zahnradbetrieb eine Höhendifferenz von rund 1800 Metern. Sie verfügt über 13 Tunnels und Galerien und 52 Viadukte und Brücken. Heute ist die Rätische Bahn eine wichtige Verkehrsader im Kanton Graubünden und bietet sowohl Personen- als auch Güterverkehrsdienste an. Das Netzwerk umfasst über 384 Kilometer Strecke und 61 Bahnhöfe. Jedes Jahr befördert die Bahn mehr als 11 Millionen Fahrgäste und rund 2 Millionen Tonnen Fracht. Die Rätische Bahn ist ein entscheidender Faktor für den Tourismus in der Region. Die malerischen Zugreisen, insbesondere auf den Strecken des Glacier Express und des Bernina Express, bieten den Reisenden atemberaubende Panoramablicke auf die Alpenlandschaft. Sie sind zu einem Synonym für das Schweizer Reiseerlebnis geworden und ziehen jedes Jahr Millionen von Touristen aus der ganzen Welt an. Kommen wir nun zur Lokomotive, in der wir uns aktuell befinden. Die Lok ist eine RHB GE442. In der ersten Serie wurden 23 Loks ausgeliefert mit den Nummern 611 bis 633 und wurden 1973 in Betrieb genommen. Die zweite Serie wurde 1984 in Betrieb genommen. Die letzte Lok der zweiten Serie mit dem Namen Zuoz und der Nummer 633 wurde erst 1985 ausgeliefert.
Sie lösten die G661-Krokodile ab, die immer störungsanfälliger wurden. Im äußeren Erscheinungsbild erinnern die von SLM und BBC gelieferten Lokomotiven an die RE4-42 der SBB. Der elektrische Teil unterscheidet sich allerdings deutlich aus Thyristoren und Dioden aufgebaute gesteuerte Gleichrichter, Phasenanschnittsteuerung, versorgen die Fahrmotoren mit welligem Gleichstrom. Die damalige Technik ließ noch keine Rekuperationsbremsung zu, weshalb die Fahrzeuge mit einer Widerstandsbremse ausgerüstet sind. Die Boboloks sind 90 km pro Stunde schnell und 50 Tonnen schwer. Die Stundenleistung beträgt 1700 Kilowatt bei 52 Kilometern pro Stunde und die Anfahrzugkraft beträgt 179 kN. Als Anhängelast sind 185 Tonnen auf 45 Promille Steigung und 245 Tonnen auf 35 Promille zulässig, bei Doppeltraktion maximal 400 Tonnen. Die zweite Serie 621 bis 633 wurde bereits in der seither gebräuchlichen roten Farbgebung abgeliefert, die ursprünglich grünen 611 bis 620 später angeglichen. Ab 1999 erhielten einige Maschinen anlässlich von Revisionen neue rechteckige Scheinwerfer, blieben aber ansonsten unverändert. Zwischen 2004 und 2008 wurden alle 23 Lokomotiven im Rahmen eines Refit-Programms umfassend modernisiert, wobei unter anderem eine moderne computergestützte Leittechnik die analoge Steuerelektronik ablöste. Seit ihrer Ablieferung sind die Lokomotiven auf dem gesamten Stammnetz vor Personen- und Güterzügen im Einsatz, seit 1997 auch auf der Arosa-Bahn. Die Maschinen können vielfach gesteuert in Doppeltraktion verkehren. Mit den im Jahre 1999 beschafften Steuerwagen der Serie BDT können Pendelzüge gebildet werden. Die Lokomotiven sind nach Ortschaften entlang des RHB-Netzes in Graubünden benannt. Die Namen stehen in weißer Schrift auf rechter und linker Seite im oberen Bereich des Fahrzeuges, die Betriebsnummern 611 bis 633 auf den beiden Stirnseiten sowie seitlich unten. Neben dem Namen trägt jede Lok das Wappen der Patengemeinde. Die vier Loks mit den Loknummern 612, 619, 627 und 632 waren im Jahr 2008 die letzten Maschinen, welche modernisiert wurden. Beginnend mit der Nummer 625, die Loks erneut zu modernisieren. Nachdem zuerst nur Loks der zweiten Serie modernisiert wurden, wurden beginnend ab 2020 auch einige Lokomotiven der ersten Serie angepasst. Die Lokomotiven werden mit den fahrzeugseitigen Komponenten für das neue Zugsicherungssystem ZSI 127 ausgerüstet sowie ein neues duales Bremssystem, welches benötigt wird, um die neuen Albula-Gliederzüge zu bespannen. Dieser Umbau wird die Lok noch einige Jahre im Dienst halten. Widmen wir uns nun dem Vorgänger der RHB G442. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um die RHB G441. Die 10 Maschinen waren die ersten Elektroloks der RHB ohne Stangenantrieb. 1944 wurden 4 Loks bei der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur bestellt. Im Juli 1947 wurde die erste Maschine in Betrieb gesetzt. Hauptsächlich im Schnellzugdienst eingesetzt, bewährten sie sich sehr gut, so dass die RHB 1953 6 weitere Exemplare bestellte. In untergeordnete Dienste verdrängt wurden sie mit den Auslieferungen der G662 und der G442.
Zwischen 1986 und 1991 wurden die Lokomotiven modernisiert. Insbesondere wurden neue geräumigere Führerstände angebaut und die Loks mit Vielfach- und Fernsteuerung ausgerüstet. Seither sind einige Loks mit leichteren Pendelzügen im Einsatz, anfänglich mit umgerüsteten Mitteleinstiegswagen, heute durchwegs mit Einheitswagen. Ein langjähriges Einsatzgebiet war die tunnelreiche Strecke von Davos nach Filisur. Ab 2009 verkehrten diese Kompositionen im Engadin. Randstundeneinsätze waren fast auf dem ganzen Netz schon zu verzeichnen, nach 1997 auch nach Arosa. Im Winter ist eine Lok mit Steuerwagen und den zu Velobagen umgerüsteten Mitteleinstiegswagen als Schlittelzug Bergün im Einsatz. Ab 1997 wurden die alten Scherenstromabnehmer durch neue Einholmstromabnehmer ersetzt, um den Einsatz auf der umelektrifizierten Arosa-Bahn zu ermöglichen. Die Bobo-Loks sind heute 80 km pro Stunde schnell, ursprünglich 75 km pro Stunde, und haben eine Leistung von 1184 kW. Sie wiegen 48 Tonnen und sind 12.100 mm lang. Auf einer 35-Promille Steigung beträgt die Anhängelast 185 Tonnen, bei 45 Promille noch 135 Tonnen. Die Lokomotiven wurden auf die Namen von Bündnerbergen getauft. Zwei Loks, 607 und 610, erhielten jedoch den Namen von Talschaften in Graubünden, auf dessen Kantonsgebiet die Rätische Bahn ihr Streckennetz betreibt. Die Namen stehen seit dem Umbau in weißer Schrift beidseitig in der Mitte unter der Dachkante, die Betriebsnummern 601, 610 auf den beiden Stirnseiten sowie seitlich unten. Im November 2010 hat die Rätische Bahn damit begonnen, die Lokomotiven dieser Baureihe nach über 50 Dienstjahren sukzessive aus dem Dienst zu nehmen und zu verschrotten. Am 16. November 2010 wurde die Lok 601 als erste in Chur verschrottet, nachdem zuvor in der Hauptwerkstätte in Landquart die Motoren und weitere Teile ausgebaut worden waren. Die Lok 603 Badus bleibt erhalten, sie wird nach Deutschland in das Museum Bahnpark Augsburg gebracht. Die Lok 602 Bernina wurde am 7. März 2012 an das Verkehrshaus Luzern übergeben, fünfjährige Leihgabe. Aufgrund der Bauarbeiten am neuen Albulat-Tunnel sind zurzeit alle noch vorhandenen Lokomotiven vor Güterzügen mit Gestein aus der Tunnelbaustelle oder vor Versorgungszügen für selbige im Einsatz. Mit Stand Mai 2018 sind die Lokomotiven auch wieder vereinzelt vor Glacier-Express-Zügen anzutreffen. Nächster Halt, Lyon-Kastiel. Next Stop, Lyon-Kastiel. Widmen wir uns nun der Gründungsgeschichte der RHB. Die Gründung der Rätischen Bahn geht auf den Niederländer Willem Jan Holsbor zurück. Dieser war der Hauptinitiator einer Eisenbahn von Landquart nach Davos, der ersten Strecke im Netz der späteren RHB. Erster Oberingenieur und Betriebsinspektor der Bahn wurde Achilles Schukan, der Rätischen Bahn bis nach dem vorläufigen Endausbau des Netzes vor dem Ersten Weltkrieg vorstand. Bis 1918 war er Direktionspräsident und damit während 30 Jahren an leitender Stellung tätig. Am 7. Februar 1888 wurde durch private Initiative die Schmalspurbahn Landquart Davos AG LD gegründet. Ursprünglich wollte die Gesellschaft eine Zahnradbahn erstellen, um die Steigungen auf dieser Gebirgsstrecke zu überwinden. Eine Variante mit drei Spitzkehren war ebenfalls im Gespräch.
Beide Varianten wurden jedoch aufgrund des Erfolges der Zahnrad- und Spitzkehrfreien Gotthardbahn verworfen und der Bau einer reinen Adhäsionsbahn mit nur noch einer Spitzkehre beschlossen. Diese einzige Spitzkehre befand sich im Bahnhof Klosters und wurde durch einen 1930 bis 1932 gebauten Kehrtunnel südlich des Bahnhofs abgelöst. Die anfangs geplante Normalspur konnte aufgrund der beengten Verhältnisse und aus Kostengründen nicht realisiert werden. Der erste Spatenstich erfolgte am 29. Juni 1888. Ja, und damit kommen wir jetzt auch zum allerersten Halt. Ich hoffe, euer Hirn qualmt noch nicht, aber es ist schon ziemlich viel von Mosul. Das geht auch gleich weiter. Wir werden hier eine kleine Zugkreuzung haben, auf die wir abwarten müssen. Und dann geht es dann auch für uns direkt weiter nach oben. Schöne Strecke bisher, oder nicht? Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Strecke zu fahren. So, dann hier mal sauber anhalten. Wunderbar. Sehr gut, Türen auf und jetzt warten wir auf den Gegenzug und dann geht's gerade los. Und nachdem das ein bisschen gedauert hat, gibt's da für euch einen kleinen Cut. Schon im Jahr 1889 konnte der Streckenteil von Landquart nach Klosters und 8 Monate später die gesamte Strecke bis Davos eröffnet werden. Aufgrund der weiteren, ebenfalls auf Holzbau zurückgehenden Pläne für eine Expansion auch in andere Regionen des Kantons Graubünden, änderte die Schmalspurbahn Landquart Davos AG ihren Namen am 25. Juni 1895 in Rätische Bahn. Nach der Schaffung eines kantonalen Eisenbahngesetzes durch eine Volksabstimmung im Juni 1897 übernahm der Kanton die Aktienmehrheit, wodurch die Rätische Bahn zur Staatsbahn von Graubünden wurde. Der Sitz wurde von Davos über Landquart nach Chur verlegt. Die Bündnerbahnen waren Ende der 1930er Jahre mit den anstehenden Erneuerungsarbeiten und angesichts der Krise im Tourismus und in anderen Wirtschaftszweigen in finanzielle Schieflage geraten. Sie beantragten deshalb Bundeshilfe nach dem 1939 erlassenen Privatbahnhilfegesetz. Finanzielle Leistungen nach diesem Gesetz waren aber an die Bedingung gebunden, dass sich die Bahnen zu größeren Einheiten zusammenschließen. Am 26. Oktober 1941 genehmigten die Aktionäre der RHB den Fusionsvertrag mit der Kuarosa-Bahn und der Bellinzona-Mesocco-Bahn. Die Fusion wurde auf den 1. Januar 1942 wirksam. Am 24. Juni 1944 stimmten die Generalversammlungen der RHB und der Berliner Bahn einer rückwirkend auf den 1. Januar 1943 zu vollziehenden Fusion zu. Bereits auf den 1. Januar 1942 hatte die RHB Verwaltung und Betrieb der Berliner Bahn übernommen. Im Zweiten Weltkrieg konnte die RHB die Transportmengen massiv steigern, da die Straßenkonkurrenz durch die Treibstoffknappheit paralysiert war. Im Jahre 1945 wurde mit 117 Millionen Personenkilometern und 24 Millionen Tonnenkilometern praktisch die doppelte Transportleistung im Vergleich zu den Vorkriegsjahren erbracht. Nach dem Krieg stagnierten die Transportleistungen auf hohem Niveau. Die wieder einsetzende Straßenkonkurrenz setzte indessen der Ertragskraft zu und 1949 musste erstmals seit 1915 ein Betriebsfehlbetrag ausgewiesen werden. Beicht, Halt auf Verlangen. Beicht, Request Stop. Eine Wende trat 1958 ein, als das Eisenbahngesetz in Kraft trat und ein Jahr später die Tarifannäherung der Privatbahntarife im Berggebiet an die Tarife der SBB. Die neuen Abgeltungen des Bundes erlaubten wieder positive Rechnungsabschlüsse und bis 1962 stiegen die Personenkilometer auf 175 Millionen an, doch dann verlangsamte sich das Wachstum.
Der Güterverkehr boomte dank der Kraftwerksbauten und 1966 wurde ein Spitzenwert von 56 Millionen Tonnenkilometern erreicht. Der Güterverkehr ging wieder zurück, der Personenverkehr stagnierte, doch die Lohnkosten folgten der Inflation und 1970 schrieb die RHB wieder rote Zahlen. Die nun einsetzende Defizitdeckung war an die Bedingung geknüpft, dass auch der Kanton einen Anteil leiste. Dies führte zur Forderung, die RHB zu verstaatlichen, was die Eingliederung in die Schweizerischen Bundesbahnen, SBB, bedeutet hätte. Ende der 1970er Jahre besann sich die RHB auf ihre Stärken. Zielstrebig begann sie, ihre Streckenführung touristisch zu vermarkten. Als Spitzenprodukt wurde der Berliner Express geschaffen, der Glacier Express wurde gemeinsam mit der MGB bzw. ihren Vorgängerinnen ausgebaut, womit die Auslastung dank Besuchern aus der ganzen Welt auch in der Nebensaison erhöht werden konnte. Außerdem wurde die personelle Besetzung umsatzschwacher Bahnhöfe aufgehoben. Die Bedienung bahnferner Ortschaften wurde Postauto übergeben, wodurch im Abschnitt Thusis-Samedan auf Regionalzüge verzichtet werden konnte. Die Strecke von Mesoko nach Bellinzona wurde zunächst für den Personenverkehr und mittlerweile, nach der Schließung des Betriebs des größten Güterkunden, auch für den Güterverkehr stillgelegt. Die Personenkilometer überschritten 1980 die Marke von 200 Millionen und 2001 von 300 Millionen. 2009 wurden 383 Millionen Personenkilometer geleistet. Der Güterverkehr erreichte 1990 wieder 56 Millionen Tonnenkilometer und schwankt seither in einem Bereich von 44 bis 59 Millionen Tonnen. Zusätzlichen Auftrieb erhielt die RHB durch den Bau der Verena-Linie, welche von Landquart über Klosters durch den im Jahre 1999 eröffneten Verena-Tunnel ins Unterengadin führt. Auf dieser Linie werden nebst Personen vor allem auch Personenwagen und Lastwagen transportiert, welche sich dadurch die beschwerliche Fahrt über den Flüela-Pass ersparen können. 2009 wurden 478.000 Fahrzeuge durch den Vereiner-Tunnel transportiert. Das Unterengadin ist durch diesen Tunnel um 2, im Winter 3 Stunden der Kantonshauptstadt Chur und den Zentren des schweizerischen Mittellands näher gerückt. Die Frequenzen der größtenteils vom Bund finanzierten Verena-Linie haben bisher sämtliche Erwartungen übertroffen und dem Unterengadin einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung und einen Tagestourismus gebracht. Nächster Halt, Langwies. Next Stop, Langwies. Die wirtschaftlichen Probleme der RHB sind trotz aller Neuerungen jedoch nicht aus der Welt geschafft. Es bedarf ständiger Anstrengungen mit den Verkehrseinnahmen, 2008 121 Millionen Schweizer Franken und den betraglich beschränkten Mitteln der öffentlichen Hand. Abgeltung durch Bund und Kanton Graubünden 2008 137 Millionen Schweizer Franken auszukommen. Außerdem müssen seit 2000 die Fahrzeuge mit verzinslichen Krediten beschafft werden, da die öffentliche Hand keine zinslosen Darlehen für diesen Zweck mehr gewährt. Dies wiederum erhöht die Betriebskosten. Im Sommer 2019 war die Strecke von Susch nach Skultaras vorübergehend außer Betrieb, um umfassende Sanierungen durchführen zu können.
Die größte Baumaßnahme ist der Bau einer neuen Tunnelröhre für den Albula-Tunnel. Seit 2015-2019 erfolgte der Durchstich der neuen Tunnelröhre. Da das Streckennetz der Rätischen Bahn weitgehend eingleisig mit vielen Ausweichstellen ist, werden einige Stellen zweigleisig ausgebaut, zum Beispiel von Sameda nach Befer, einschließlich Umbau des Bahnhofes Befer, von Thusis Richtung Tiefenkastel und von Landquart nach Malans. Am 21. Dezember 2006 wurde in Paris ein Bewerbungsdossier an die UNESCO übergeben, mit dem Ziel, die Albula und die Berliner Linie als UNESCO-Welterbe aufzunehmen. Dies erfolgte schließlich am 7. Juli 2008. Der Bestand der Strecke von Thusis nach Tirano ist damit auf lange Sicht gesichert. Das Label UNESCO-Welterbe gilt nicht nur für die RHB-Linie im engeren Sinne, sondern auch für ein Band entlang der Bahnstrecke. Dieser mitgeschützte Bereich umfasst im Einzelnen definierte wichtige Kulturgüter, Ortsbilder und Landschaftselemente und weist eine Breite von 500 bis 1000 Metern auf. Schließlich wurde eine sogenannte Pufferzone, Kulisse, definiert, welche die Kulturlandschaft umfasst, die von der Bahnlinie aus gesehen wird. Wegen des Einbezuges von Tirano zeichnete Italien für die Welterbe-Kandidatur mitverantwortlich. Die Schweiz war aber federführend. Das Bewerbungsdossier betreute das Bundesamt für Kultur. Künftig beschränkt sich die Rolle des Bundes auf die Überwachung der UNESCO-Richtlinien. Bund und Kanton Graubünden haben sich mit der Kandidatur verpflichtet, die Albula und die Berniner Linie einschließlich Umgebung in ihrer Einzigartigkeit zu erhalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass veraltete Einrichtungen künftig nicht mehr modernisiert werden dürfen. Die Albula- und Berniner Bahnstrecke ist, nach der Semmeringbahn in Österreich sowie der Mountain Railways of India, das dritte Welterbe, das Eisenbahnstrecken beinhaltet. Die Rätische Bahn führte am 29. Oktober 2022 mit 25 vierteiligen Capricorn-Triebzügen, 1906 Meter Länge, den längsten Reisezug der Welt vom Albula-Tunnel über das Landwasserviadukt bis Albanoi. Die Rätische Bahn betreibt ein 385 Kilometer langes Streckennetz aus 10 Strecken mit insgesamt 102 Stationen. Ehemals bestand eine weitere Strecke. Die Bahnstrecke Bellinzona-Mesocco wurde 1907 von der eigenständigen Società Ferrovia Elettrica Bellinzona-Mesocco fertiggestellt und war von 1942 bis 2003 im Besitz der Rätischen Bahn, hatte aber nie eine Gleisverbindung zum restlichen RHB-Netz. Sie wurde ab 1972 nur noch im Güterverkehr betrieben und nach Unwetterschäden auf den Abschnitt Castione Abido-Kammer beschränkt.
Anfang 2004 wurde die Infrastrukturkonzession auf die SEFT, Società Esercizio Ferroviario Turistico, übertragen, die auch eine Personenbeförderungskonzession besaß, um einen fahrplanmäßigen Museumsbetrieb durch die Ferrovia Misolzinese, FM, durchführen zu können. Dieser endete mit dem Auslaufen der Personenbeförderungskonzession zum Ende der Saison 2013. Nächster Halt, Lizzirüti. Next Stop, Lizzirüti. Wenngleich die RHB zusammen mit der MGB als größtes Schmalspornetz in vielem den Standard setzt, so weisen heute deren Fahrzeuge Eigenschaften auf, die andernorts nicht oder kaum mehr zu finden sind. So sind RHB und MGB bis heute dem Mittelpuffer mit zwei Schraubenkupplungen treu geblieben, während fast alle kleineren Bahnen in der Schweiz zu einer automatischen Kupplung gewechselt haben. Allerdings sind für besondere Zwecke begrenzt andere Kupplungen eingesetzt worden, RHB, Verena-Autozüge, Vorortspendelzüge, Capricorn. Dabei wurde für jeden neuen Zweck wiederum auf eine andere Kupplung zurückgegriffen, sodass das RHB-MGB-Netz heute mit insgesamt 6 Kupplungssystemen konfrontiert ist. Als Hauptbremssystem hat sich bis heute die Vakuumbremse gehalten. Sie wird aber zunehmend durch die vakuumgesteuerte Druckluftbremse verdrängt, die bei den Steuerwagen schon lange verwendet wird. Die Lärmsanierung, Umstellung auf Kunststoffbremsklötze, der Personenwagen erforderte den Einbau eines Gleitschutzes, der nur mit Druckluftbremsen möglich ist. Alle neuen Personenwagen werden deshalb nun ebenfalls mit vakuumgesteuerter Druckluftbremse ausgeliefert, ältere nachgerüstet. Bei den Verena-Autozügen, den Vorortspendelzügen und den Capricorn wird seit der Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge die Druckluftbremse verwendet. Um sowohl Vakuum- als auch druckluftgebremste Züge befördern zu können, sind neue Triebfahrzeuge und Steuerwagen mit der Dualbremse ausgestattet. Die ab 1913 eingeführte elektrische Heizung erfolgt mit 300 Volt vom Triebfahrzeug. Auf dem europäischen Normalspornetz sind demgegenüber Spannungen von 1000, 1500 oder 3000 Volt üblich. Um die gleiche Heizleistung zu erreichen, sind deshalb bei der RHB wesentlich größere Ströme erforderlich. Das Maximum liegt derzeit bei 1000 Ampere. Da dies für sehr lange Züge nicht mehr ausreicht, wurden einige Gepäckwagen als Heizwagen ausgerüstet. Diese heizen ab Zugmitte den hinteren und die lockt den vorderen Zugsteil. Längerfristig soll die Heizspannung auf 1000 Volt angehoben werden. Die RHB hat sich über einen langen Zeitraum als die kleine Rote bezeichnet, wenngleich die Fahrzeuge der RHB nicht immer rot waren. Vielmehr gab es zu unterschiedlichen Zeiten eine Reihe verschiedener Farbgebungen. Allgemeine Wagenfarbe war zu Beginn das Dunkelgrün. Der Anstrich sollte das Holz der Wagenkästen vor Verwitterung schützen, gleichzeitig sollte er nicht zu anfällig auf Verschmutzung sein, da die Wagen ständig in den Rauchfahnen der Dampfloks verkehrten. Auch die ersten elektrischen Lokomotiven erschienen ab 1913 mit wagengrünem Anstrich. Mit der Ablieferung der Krokodile wurde braun zur Farbe der Loks, auch die zuvor grünen Loks erhielten nun einen braunen Anstrich. 1929 wurde auf der RHB der Speisewagenbetrieb eingeführt und zwar mit Wagen, die der Mitropa gehörten. Diese Wagen waren dunkelrot. Gleichzeitig erschien der erste zweifarbige Wagen. Ursprünglich für denselben Zweck kaufte die RHB von der Compagnie Internationale des Waggons Litz 4 Pullmannwagen, die für den Goldenpass beschafft worden waren und 1939 als Grün-Creme in den Fahrzeugpark eingegliedert wurden.
Durch den Beginn des Zweiten Weltkriegs und den damit verbundenen Einbruch im Tourismusbetrieb konnten die Wagen zunächst kaum vernünftig eingesetzt werden. Sie dienten vorerst für Sonderfahrten, insbesondere der Armee respektive der Armeeführung, und nach dem Krieg als Verstärkungswagen in der ersten Wagenklasse. 1942-43 wurden drei von Anfang an mit Gleichstrom betriebene Bahnen in die RHB integriert, deren Fahrzeuge nicht der Rußplage ausgesetzt waren. Die Fahrzeuge der Cuarosa-Bahn waren seit der Eröffnung 1914 bis zur Eingliederung in die RHB 1942 grau-weiß, diejenigen der Bellinzona-Mesocco-Bahn grün-creme. Die Fahrzeuge der Bernina Bahn waren bis zur Fusion 1943 gelb, aber es vergingen noch mehr als 10 Jahre, bis die letzten Fahrzeuge den Anstrich ihrer ehemaligen Bahngesellschaft verloren hatten. Bekannt ist insbesondere der Bernina Bahn ABE 446, der bis 1960 im gelben Anstrich verkehrte. Seit Dezember 2005 bietet die RHB wie alle anderen Bahngesellschaften in der Schweiz keine Raucherplätze mehr an. Die Bahn erhoffte sich durch diese Maßnahme eine Steigerung des Komforts für die Bahnreisenden sowie erhebliche Einsparungen beim Unterhalt. So muss zum Beispiel die Klimatisierung nicht mehr in Raucher- und Nichtraucherbereiche aufgetrennt werden. Die Rätische Bahn benutzt zum Antrieb ihrer elektrisch betriebenen Fahrzeuge im Stammnetz Einphasenwechselstrom mit einer Spannung von 11 kV und einer Frequenz von 16,7 Hz, der wie üblich über Oberleitungen zugeführt wird. Die Frequenz entspricht dabei derjenigen des übrigen Schweizer Bahnnetzes, während die Spannung um 4 kV niedriger liegt. Der Energietransport über mittlere Entfernungen erfolgt über ein bahneigenes Versorgungsnetz, das als Einphasendreileiternetz mit derselben Frequenz 16,7 Hz, aber einer Spannung von 66 kV betrieben wird. Dieses ist im Unterwerk Landquart mit dem Stromnetz der SBB verknüpft. Der Strom aus dem Versorgungsnetz wird in Unterwerken in Befer, Chur, Filisur, Küblis, Sagliengs, Selfranga, Sils im Domleschg und Tabanasa auf die Fahrspannung von 11 kV heruntertransformiert und direkt vor Ort oder über Speiseleitungen in den Fahrdraht eingespeist. Die mit 1000 Volt Gleichstrom betriebene Bernina Bahn besitzt eine vom Stammnetz unabhängige Energieversorgung. Diese erfolgt über eine 23 kV Drehstromleitung der Repower AG von Campo Cologno über den Bern in Appas nach Pontresina, die im Wesentlichen entlang der Bahnlinie verläuft. An diversen Stellen sind Transformatoren und Gleichrichter installiert, über die der Fahrdraht mit der Fahrspannung versorgt wird. Mithilfe von in jüngerer Zeit ebenfalls installierten Wechselrichtern wird der beim Bremsen der Fahrzeuge erzeugte Rekuperationsstrom wieder in die Versorgungsleitung zurückgespeist. Liebe Fahrgäste, wir treffen in Arosa ein. Das Zugteam bittet alle Fahrgäste auszusteigen und verabschiedet sich von ihnen. Ladies and Gentlemen, we are arriving at Arosa. All passengers are kindly requested to leave the train. Goodbye from the train crew and thank you for traveling with us. Wir sind nun kurz am Ende unserer Reise. Zum Schluss noch ein paar Fakten zur Cuarosa-Strecke. Für die Gesamtstrecke benötigen die Züge etwas über eine Stunde. Mit Ausnahme von Liziruti und Langwies sind alle Zwischenstationen Haltestellen auf Verlangen. Es verkehrt stündlich ein Regiozug, für den Gesamtverkehr werden 3 Garnituren benötigt. Planmäßig gekreuzt wird in Lüncastil und Liziruti. Neben den Regiozügen werden in der Wintersaison zusätzlich auch 2 Regio-Express-Zugpaare angeboten, welche nicht alle Zwischenhalte bedienen. In der Sommersaison führen 2 Regiozugpaare bei guter Witterung offene Sommerwagen mit. Für den Güterverkehr auf der Strecke sind Fahrplantrassen für Fakultativzüge vorbereitet, das heißt Güterzüge verkehren nur bei großem Bedarf. Im Normalfall werden die Güterwagen von den Regionalzügen mitgenommen. Der Personentransport belief sich in den vergangenen Jahren auf rund 400.000 Einheiten pro Jahr.
Zum 100-jährigen Jubiläum der Bahnstrecke ließ die RHB eigens einen Kurzfilm produzieren. Für seinen Streifen Cur Arosa Railway, A Train Labs, fertigte der Arosa-Fotograf Alessandro Della Bella über 15.000 Fotos an, wovon die Hälfte im Film zu sehen sind. Der Soundtrack wurde von Michael Gertschen komponiert. Im September 2016 wurde der Arosa-Genuss-Express eingeführt. Jeweils am Freitagabend führt die Fahrt im 1930 erbauten Gomino-Speisewagen von Cur nach Arosa und wieder zurück. Auf der Gesamtstrecke überwindet die Bahn insgesamt 1155 Höhenmeter und überquert dabei einmal die Plessur und dreimal die Scharnfiger Straße. Unterwegs werden die fünf Zwischenbahnhöfe Lünkastil, St. Peter Molines, Peist, Langwies GR und Litzirüti bedient, bevor die Bahn nach 25,681 Kilometern Fahrstrecke den am Obersee gelegenen Endbahnhof Arosa erreicht. Zwei zusätzliche Begegnungsmöglichkeiten bestehen in den Betriebsbahnhöfen Untersachs und Haspelgrobe. Ja, und da kommen wir am Ende unserer Fahrt an. Da vorne ist schon Arosa. Und wow, das Video hat Spaß gemacht zu machen. Es war zwar ziemlich aufwendig mit der ganzen Recherche, aber es waren sehr viele Informationen mit dabei, die ich auch selber noch nicht gewusst habe. Das macht es vom Recherchieren her wirklich Spaß, diese ganzen Infos rauszubringen und auch euch dann zu zeigen. Und ja, viele Gründe mehr, die RHB mal in Person zu erleben, das auch mal filmisch festzuhalten, auch mit einer Drohne und euch mal so zu zeigen. Denn Simulation ist eine Sache, das mal in echt zu sehen, noch eine ganz andere. Und die RHB hat sehr viel zu bieten, gerade Rollmaterial technisch. Und ja, wir haben jetzt da noch von zwei Loks jetzt ein bisschen was gehört und ein bisschen was von den Wagen. Aber es gibt da noch so viel mehr, was leider in Transit World noch nicht umgesetzt worden ist. Mal sehen, vielleicht in der Zukunft. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt, macht es gut, bis dahin. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.